Wir spielen heute Hide and Seek in einem riesen Hotel. Mit dabei habe ich wieder richtig tolle Gäste. Was geht ab, ich bin Levin und mein Opa hat Verstecken erfunden. Mein Name ist Moritz und meine Urgroßoma hat Verstecken erfunden. Hi, ich bin Janina und ich bin genauso gut im Verstecken wie Tom und Jerry im Fangspielen. Hi, ich bin Zoe und ich bin die Schwester von Heidi aus den Bergen. Ihr könnt wieder diesen legendären Heidi-Sieg-Pokal gewinnen und ihr habt 5 Minuten Zeit wegzulaufen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Let's go! Okay, Freunde, ich war ganz entspannt. Okay, ab jetzt nicht mehr gucken, wo die hinrennen. Schon mal ein Giga versteckt. Ich weiß schon, wo ich mich verstecke, Leute. Ich war Giga versteckt. Ich fahre mit dem Ding rum. Richtig gutes Versteck. Boah, hier liegt noch Essen. Wir nehmen das Essen mit, weil Johannes wird es nicht finden. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Proviant. Er hat zwar gesagt, Hide and Seek im Hotel, aber neben dem Hotel gilt doch auch. Ja, also halbwegs, das gilt. Aber ich nehme jetzt das Versteck, was am weitesten weg ist und am meisten Aufwand ist, um da hinzukommen, weil wir jetzt nämlich noch eine Alpaka-Farm. Stall. Vielen Dank auch ans Family Resort Rainer hier in Sechsen in Südtirol, dass wir die letzten Tage übernachten durften. War echt ein super cooler Aufenthalt und fettes Shoutout, dass wir hier Hide and Seek drehen dürfen. Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, wo sie sich verstecken. Okay, Freunde, ich glaube, wir gehen ganz hoch. Das Hotel ist echt ultra nice. Ich war hier nämlich gestern schon und es war hier ultra gruselig. Irgendwie ist es jetzt nicht so gruselig. Es war letztes Mal gruselig, weil es war dunkel. Muss ich das zeigen, Leute? Ich will es wissen. Mal hier. Ich will Heidenbad. Johann! Johann, komm her! Ja, Johann, komm! Das ist Johann, die Hausente. Okay, ich darf mich nicht weiter aufhalten. Ich würde mich gerne bei euch verstecken, aber ich glaube, es wird nichts. Okay, let's go, let's go, let's go. Wir haben jetzt hier unseren wunderschönen Pond. Das ist auf jeden Fall wild. Ansonsten das Kinderland da hinten. Wäre eigentlich auch noch ganz cool. Aber oh, da ist auf jeden Fall Moritz. Ich gehe einfach zur Alpaka-Farm. Ich hoffe, diesmal guckt Johannes einfach im Hotel als allererstes. Der eine oder andere wird sich auch im Hotel verstecken. Sagen, hier gibt es noch so einen kleinen Raum. Okay, zuallererst würde ich mich, glaube ich, erstmal hinsetzen. Einen kurzen Croissant essen. Ich habe so Hunger. 2 Minuten. Außerdem habe ich gesehen, dass 90% der Leute, die diese Videos regelmäßig gucken, diesen Kanal nicht abonniert haben. Deswegen würde ich sagen, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, um keins der krassen Videos mehr zu verpassen. Und liked das Video und teilt es gerne, damit ich in Zukunft noch krassere Videos machen kann. Zusätzlich verlose ich noch 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren. Also spammt jetzt die Kommentare voll, wenn ihr 100 Euro gewinnen wollt. Und weiter geht's mit dem Video. Also wisst ihr, was geil wäre in der Rutsche? Gutes Versteck, oder? Ich verstecke mich in der Rutsche. Es ist zwar sehr heiß hier drin, aber ich denke, es wird so schön, mich da oben zu verstecken. Ah, man sieht mich ja dann direkt. Außenbereich. Ich glaube, das ist richtig gut, gell? Irgendwo dahinter, hinter dieser Schutzmauer. Da oben erkenne ich schon jemanden. Moritz! Das müsste doch Moritz sein, oder Leute? Spielplatz ist zu. Was mache ich jetzt, Digga? Ich wollte mich da oben verstecken. So, keiner gesehen. Ja, bei den 3 Zwergen. Mal gucken, ob wir so anders sich überhaupt hier reintrauen. Ich fühle mich wieder wie so ein kleines Kind. Was hier? Klar, am Klettern. Alles auch ein bisschen zu klein für mich. Aber hier ist es auch so auffällig. Ich muss rutschen. Yeah! Yeah! So, ich bin jetzt bei der Alpaka-Farm angekommen. Da ist doch schon ein Alpaka. Darf ich bei dir in den Stall rein, mich da verstecken? Verpiss dich, du an! Nein? Ich glaube, es mag mich nicht besonders. Ich gehe jetzt einfach mal oben hin. So, hier rein, in die Alpaka-Farm. So, oh, geil. Was auch cool wäre, wenn ich hier reinlege. Ich darf nicht danach halt komplett dreckig. Jetzt soll hier reinpassen. Wenn das jemand anmacht, bin ich auch im Arsch. Ich kann nicht hier unten rein. Ich denke, das ist mein Versteck. Das ist mein Versteck. Ich lege das Handtuch einfach da drunter. Es ist so eklig hier drin, Leute. Oh, jetzt sind Spinnen. Ah! Ich glaube, es ist ein ziemlich gutes Versteck hier oben. Kann ich hier erstmal entspannen. Hier ist einfach Heu und Alpakas. Und ich glaube, hier hinter werde ich mich jetzt einfach verstecken und gemütlich warten. Okay, wir gehen mal weiter. Wir gucken. Ihr müsst euch überlegen, Freunde, dieses Hotel ist so riesig. Also das ist eigentlich fast ein Wunder, wenn uns Johannes hier überhaupt findet. Hier geht's rein. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Es ist optimal. Oh mein Gott. Soll ich die Tür zuziehen? Alter, wo bin ich hier, Digga? Okay, hier ist gut. Hier ist sehr gut. 3, 2, 1. Let's go. Ich komme! Okay, let's go. Okay, fangen wir an in der Lobby. Was gibt's hier alles so? Der kommt. Scheiße, ich bin gerade zum Ausgang wieder gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist hier oben. Wir gehen erstmal zu den Zimmern, würde ich sagen. Wir gehen zu den Zimmern. In der Lobby wird keiner sein. Das wäre so einfach. Oh mein Gott. Hier ist das Kinderland, was hier auch gibt. Hier sind die Skisachen für den Ski. Aber Kinderwägen und so sind hier. Wir schauen erstmal bei den Gängen. Wir schauen erstmal einmal durch die Gänge. Weil in den Zimmern können sie sich verstecken. Jetzt geht es hier jemand ganz am Ende. Alter, wie lange ist das hier? Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber hier ist so ein Aufsteller. Ich könnte mich einfach hinter diesen Aufsteller stellen. Ich denke, es sind bestimmt so 1-2 Leute im Hotel. Da wird dann Johannes hoffentlich als erstes schauen, dann zum Kinderspielplatz gehen und dann zum Schluss als der Alpaka. Ich traue das ja auch gar nicht hinein, aber ich denke schon. Hier ist keiner. Reicht der Treppe hoch, okay. Ist jemand? Wir gehen ins Kinderparadies einmal rein, wenn wir schon mal hier sind. Hier ist eine Kletterwand. Toilette. Nee, hier ist niemand drin, Digga. Okay, hier ist zu.
Dann müssen wir weitergehen. Also hier ist keiner, hä? Ein Schloss. Warte mal, hier in den Schränken. Das ist zu klein, dass sich da jemand versteckt. Nie im Leben, nie im Leben. Okay, Freunde. Wir sind jetzt hinter dem Aufsteller. Wir sind jetzt in unserem perfekten Versteck. Ich würde sagen, wir fahren mal mit dem Fahrstuhl ganz nach oben. Wo könnten die wohl sein? Also im Kinderparadies, da dachte ich echt, da wäre jemand. Zu 100%. Let's go! Ich finde euch! Okay, hier kommt man raus. Hier ist ein Billardtisch. Ich glaube, er kommt direkt hier hoch. Ich höre ihn nämlich so laut reden. Hier war ich doch gar nicht in der Bibliothek. Okay. Hallo? Hallo? Unterm Billardtisch ist keiner? Nee, keiner hier. Ich hätte schwören können, dass hier auch einer ist. Ah, vielleicht dahinter. Wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. So. Oh mein Gott. Wie hast du das jetzt eh gefunden? Ja, du hättest jetzt so oder so nicht gefunden. Da dachte ich, nehme ich noch den Erschrecker kurz mit. Digga, okay, Levin ist der Erste, der raus ist. Scheiß drauf, Junge, scheiß drauf. Hier oben wird niemand mehr sein, ne? Aber im Kinderparadies war auch keiner unten, ne? Ich habe mich jetzt ganz an den Anfang gelegt und hier sind überall Spinnenweben. Und ich will einfach nur raus. Ich warte jetzt hier schon eine Ewigkeit drin, Leute. Ich glaube, Johannes findet mich niemals in diesem Teil. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Pool, Leute. Am Pool ist 100% jemand hinter der Bar. Nee, hier ist auch keiner. Nee, egal, wir nehmen den Fahrstuhl zum Pool. Pool ist wichtig. Okay, mittlerweile ist echt ein bisschen Zeit vergangen. Johannes habe ich immer noch nicht gefunden. Ich hoffe auch, das gehört zum Versteckgelände. Ich bin jetzt disqualifiziert. Aber ja, ich bin so ein bisschen abgeschottet von allen. Okay. Pool. Hier müssen wir ein bisschen dezenter filmen. Gehen wir mal direkt hier oben. Wir schleichen uns von oben an. Es gibt nämlich oberhalb vom Pool noch was zu sehen. Hier ist der Außenbereich. Ah nee, bei dem Zimmer kann man sich halt nicht verstecken, ne? Da sind ja die ganzen Leute. Da ist er. Da ist der Pool. Wir sind beide mitten in den Bergen. Das ist unfassbar wild hier. Wir schleichen uns vielleicht an. Leute, ich bin jetzt immer noch hier drin. Das ist so widerlich. Es war gerade eine Spinne bei mir. Wir schauen mal, vielleicht sogar jemand im Pool. Das wäre natürlich ultra krank, aber im Pool ist keiner. Wie man sieht. Boah, das ist ja krass da drin. Das ist ja so krank da drin. Ich hab jemanden gehört bei dem Pool. Hä, warum ist da wohl keiner? Hätte ich schwören können, hier versteckt sich einer. Na gut, hier kann man sich auch nicht so gut verstecken, muss ich sagen. Ne? Das ist auch nicht ideal. Okay, wir sind jetzt hier am zweiten Pool angekommen. Davon habe ich gar nicht mit Klamotten rein. Okay, am Pool ist niemand. Das ist echt weird. Hallo? Nee, keiner da. Dann würde ich sagen, wir gehen raus zum Kinderparadies. Hier gibt es noch so einen Kletterpark. Den müssen wir auch unbedingt abchecken. Okay, ich glaube, Johannes Suchskills sind irgendwie ein bisschen eingerostet. Ich bin hier schon ziemlich lange. Ich weiß nicht, wer gefunden wurde, ob überhaupt schon jemand gefunden wurde und wie lange das noch dauert. Ja, so lange bleibe ich einfach hier. Hey, das Kinderparadies habe ich das krasseste Versteck, was du dir nur aussuchen kannst hier, glaube ich. Das ist wirklich, da sind die meisten verwinkelsten Orte, irgendwelche Rutschen, irgendwelche Türme. Let's go, wir sind drin. Okay, also das... Ist das Kinderparadies? What the fuck, hier ist so eine Zwergenhütte, wie cool ist das denn? Schauen wir mal hier rein. Einfach das Haus von Moritz. Schauen wir mal. Was ist das denn? Hallo? Oh! Ah! Ich hab das Joker gesehen, das Haus von Moritz und... Die Kinder haben die Tür aufgemacht, Bruder. Egal. Nein. Nein, das ist so gut hier. Aber ich freue mich gerade, dass ich nicht da hoch muss und in die anderen Dinger klettern muss. Hä, wo sind die anderen? Ich hätte doch da oben hinklettern müssen. Warst du da oben drin? Ich habe überlegt, vielleicht ist einer bei den Ziegen drin. Das könnte sein. Schauen wir mal hier bei den Ziegen rein. Hast du Zoe gesehen? Also nicht. Perfekt. Wenn wir jetzt schon mal hier unten beim Schwimmbad sind, dann würde ich sagen, ich glaube immer noch nicht, dass niemand beim Schwimmbad ist. Ich dachte, ich ihn übersehen habe. Wir müssen da noch mal gucken. Wenn sich da einer versteckt hat, ich habe noch eine andere Idee. Es gibt hier noch eine Alpaka-Farm. Wenn sich jemand bei der Alpaka-Farm versteckt hat, das wäre echt so pfeifend. Weil die ist echt da ganz oben am Berg. Muss man ein bisschen was hinlaufen, aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall, denke ich mal. Weil da gucke ich erst ganz am Fluss noch was. Wenn sie am Pool nochmal ankommen, ich habe hier unten noch was entdeckt. Das habe ich eben übersehen. Hier unten ist auch noch was. Oha, ein Wasserrad. Ich liege halt direkt vorne, weil ich nicht weiter rein kann. Okay. Wasser. Na. Die haben hier einen Ofen. Und Zoe hat sich im Ofen versteckt. Hast du mich gefunden? Hä? Im Ofen? Hä, du warst, da bist ja gar nicht mehr reingegangen. Dann hat der Nina schon wieder gewonnen. Nein. Aber wie geil ist der Ofen? Hä? Das hab ich gar nicht gesehen. Hä? Ja. Angst, dass jemand anmacht. Wahrscheinlich macht das jemand an. Zoe ist raus, doch Janina ist drin. Entweder muss Janina drin sein, weil ich war überall draußen. Oder sie ist bei den Alpakas. Das könnte ich auch sein, dass sie bei den Alpakas drin ist. Mal schauen, wir schauen mal. Okay, Alpaka-Farm. Okay, ich will jetzt auf jeden Fall Johannes stimmen. Ich hoffe, dass er mich dann nicht findet. Alpakas! Sieht frisch geöffnet aufs Tor. Na, habt ihr sie gesehen? Sie hat nämlich gewonnen. Ich glaube, Alpaka-Farm! Oh, ist offen, ist offen. Da sehe ich einen Blitz. Da habe ich sie doch. Du hast aber gewonnen. Ja. Ja, das ist ja voll schwer gewesen. Glückwunsch. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.